Herzlich willkommen, meine Freunde, zu einer neuen Folge von All Elite Wrestling's Dynamite, Rampage und die Nightmare Factory. Nicht zu vergessen, wir starten rein in unsere Pre-Show und haben direkt Tag Team Action und direkt richtig gute Tag Team Action. Eine 72 in der Pre-Show. Zum Aufheizen der Fans ist das ein überaus guter und auch überdurchschnittlicher Wert von 72. Die Dead Presidents Fred Yeh und Lee Moriarty besiegen Davey Richards und Mike Seidel nach 10 Minuten 10 mit dem Counterfight. Und wir sehen Lee Moriarty 80, Fred Yeh 88, Mike Seidel okay, 24, nicht so gut. Aber Davey Richards, wenn wir ihn verpflichten als Local Talent, wenn er dabei ist, dann bringt er immer gute Leistungen. 51 ist für ein Local Talent herausragend und deswegen ein Top-Tag-Team-Sieg hier für die Dead Presidents. Wir machen sofort weiter. Ich habe ja auch, warum wir jetzt ein bisschen schneller durch die Shows gehen, ich habe ja mal angekündigt, dass ich ein bisschen zügiger durchgehen will. Bis jetzt ist mir das nicht ein einziges Mal gelungen. Wir sind immer so um die eine Stunde, was auch eigentlich der Richtwert ist für meine Projekte, aber so etwas zügiger, glaube ich, kann man das schon machen, oder? Gerade durch die Pre-Show, deswegen machen wir weiter mit unserem Women's Match. Und da haben wir Mayu Iwatani, die endlich ein Hintergrundbild hat. Ein richtiges, ein All-Elite-Hintergrundbild. Endlich mal was Neues. Habe ich ja oft genug vergessen, mittlerweile nachgeholt. 80er Leistung, sie ist beflügelt von der neuen Grafik. Marty Daniels mit einer 30, ebenfalls eine starke Leistung von Marty Daniels. 62er Gesamtrating, ebenfalls gut. Bridging, Dragon Suplex. Das ist dann aber ein bisschen zu viel für Marty Daniels. Nach 9 Minuten 33 ist Mayu Iwatani hier erfolgreich. Und wir kommen zum Nightmare Factory Match. Und da haben wir ein Tag Team Match. Das ist nicht ganz so stark. Es ist aber der normale Durchschnittswert der Nightmare Factory. Ja, das sind auch noch Leute, die erstmal ein bisschen wachsen müssen. Wobei ich eigentlich bei einem Team schon die Hoffnung ein bisschen aufgegeben habe, dass die nochmal wirklich durchstarten. Aber gucken wir erstmal. The After Party. Ein neu gegründetes Tag-Team bei der Nightmare Factory. Etwas wild zusammengewürfelt. Jude London und Shigehiro Erie. Aber irgendwie ein cooles Tag-Team. The After Party. Habe ich irgendwie Bock drauf auf das Team. Gegen die New Heavenly Buddies Justin und Dustin Corino. Und Justin und Dustin, die beiden, sind schon länger dabei. Ja, Dustin hat sich auch ein bisschen entwickelt. Mittlerweile. Justin hängt immer noch ein kleines bisschen hinterher. 33, 29, beides nicht so gut. Jude London hat sich auch ein bisschen entwickelt. Auf 34 mittlerweile. Shigehiro Erie auf 41 hat sich bis jetzt am besten entwickelt. Also da sehe ich eine klare Tendenz nach oben. Aber bei den Corinos, beziehungsweise bei den New Heavenly Buddies, ist nur einer, der sich ein bisschen entwickelt hat. Nicht mal großartig. Und die sind halt schon ewig dabei. Ich glaube, die sind von Anfang an dabei als Tag-Team. Und bis jetzt haben sie hier noch nicht wirklich was gerissen. Und The After Party gewinnt hier auch nach 14 Minuten 41 nach dem Beast Bomber. Ist Schluss für Dustin Corino. Shigehiro Erie holt sich hier den Pin. Und ich würde sagen, wir starten in unsere Hauptshow. Incoming! We're coming now. Und wir starten mit einem Gewitter aus Pyrotechnik und zwar das der Dudley Boys. Die Dudley Boys Reunion von Paul Heyman. Er hat ja angekündigt, Brock Lesnar wird heute ein Match bestreiten. Er wird antreten müssen und er wird antreten müssen gegen, ja, Leute, die Paul Heyman schon eine Weile begleiten im Business, mit denen er Kontakt hat, mit denen er immer zu tun hatte. Und Brock Lesnar wird zwei Matches bestreiten müssen. So ist es im Vertrag verankert, bevor Revolution beginnt. Und Revolution steht schon vor der Tür, also muss es langsam losgehen. Und das heißt, heute werden wir ein Handicap-Match sehen von Brock Lesnar gegen die Dudley Boys. Und die Dudley Boys sind nicht irgendein Gegner. Sie sind 20-fache, naja, eigentlich noch mehr. Ich glaube, 24-fache oder sogar noch mehr Tag-Team-Champions. Liga-übergreifend natürlich. Haben sie 20 plus Tag-Team-Titel gewonnen. Und ja, sie sind vielleicht ein bisschen älter geworden, aber es sind halt immer noch die Dudley Boys und die sind zu zweit gegen Brock Lesnar.
ob er sich behaupten kann. Also wenn sich einer behaupten kann, dann wohl Brock Lesnar, aber es wird mit Sicherheit kein Kinderspiel. Das wird kein Squash-Match für Brock Lesnar. Dafür sorgt Paul Heyman hier. Leider sind die Gimmicks ein bisschen kacke von den Dudley Boys. Gefällt mir auch nicht so gut. Ja, kriegen wir 2 Penalties. 80er Segment, sicherlich auch nicht das allerbeste Segment, aber für den Start ist das trotzdem ein ordentliches Segment. Und ja, damit wissen wir schon mal, wer Brock Lesnars Gegner wird. Wir wissen noch nicht, wer nächste Woche Brock Lesnars Gegner wird. Aber es wird jemand sein, der ebenfalls mit Paul Heyman zu tun hatte oder auch immer noch hat. Bubba Ray Dudley und Devon Dudley, also hier die Reunion, ist trotzdem ganz schön. Mal ein bisschen Feuerwerk hier auch in der Show. Und wir machen weiter mit unserem Opener von Dynamite. Und da buckt sich einfach der Bullet Club selbst in den Opener, nämlich Adam Page ist mal wieder in-ring unterwegs. Und gegen Christian Cage ist das nicht mal so ein Match, wo man sagen würde, okay, das haben sie jetzt gebuckt, um gut dazustehen. Christian Cage ist schon ein ordentlicher Gegner. Adam Page, In-Ring-Performance 84, sehr, sehr stark. Christian Cage 76, auch sehr stark. Und wir beginnen hier mit einem 80er Gesamtrating. Das ist für die Matches ist es auf jeden Fall mega stark. Für die Segmente eine 80, nicht so ein krasser Beginn, aber für die Matches sehr, sehr stark. Und Adam Page liefert sich hier auch ein absolut faires Match und gewinnt nach 11 Minuten 57 durch die Buckshot Lariat. Also Sieg für den Bullet Club. Und man kann ja den Bullet Club alles vorwerfen, was man will. Aber das Match hier zum Beispiel ist komplett fair und auch kein Jobber, gegen den er da antritt. Also es ist schon ein ernstzunehmendes Match. Und das, obwohl Adam Page den Dynamite Diamond Ring hat und sowieso bald eine Titelchance bekommen wird. Genauso wie Cody, der auch eine Titelchance sicher hat durch das Battle Royale Match, was er gewonnen hat. Und Kenny Omega, der das Turnier, das King of Hearts Tournament gewonnen hat, ebenfalls eine Nummer 1 Herausforderer-Chance. Also, da hat MJF einiges vor der Brust. Wir machen weiter mit dem nächsten Segment. Und da haben wir eine 94. Yo, die jungen Wilden reißen mal richtig ab. Jordan Oliver nämlich. Ja, er hat zwar das Pflaster über den Mund, aber er hält seinen Mund nicht, sondern greift sich das Mikrofon und spricht Parker Boudreaux an. Und zwar sagt er auch ganz demütig, Jordan Oliver, ja, demütig sagt er, ich weiß, ich bin neu hier, ich muss mich hinten anstellen. Ja, ich habe mein erstes Match bestritten, ich habe es verloren gegen Will Ospreay. Ja, ich dachte, okay, das war ein respektvolles Match, aber Will Ospreay hat so viel Disrespect an den Tag gelegt, so dass ich auch trotz meines Neulingsstatuses Ansprüche stelle. Und zwar Ansprüche gegen Bully Boudreaux. Man nennt ihn hier also Bully. Natürlich hat ihn niedergemäht in der letzten Folge. Rücksichtslos und unfair und hinterrücks. Also verpasst er ihn hier einen neuen Spitznamen. Und die Fans gehen auch direkt mit und rufen so Bully, Bully, Bully. Einfach um ihn aber abzufacken. Und Parker Boudreaux kommt hier auch zum Ring und macht sich ein bisschen lustig, ne, hält sich so den Nacken und fragt, na, wie geht's deinem Genick? Ja, die Clothesline hat ja gesessen, hat er schön so ein Snapback gehabt. Und Jordan Oliver fordert Parker Boudreaux für nächste Woche Dynamite heraus. Ja, also Dynamite oder Rampage, er kann es sich aussuchen. Ja, 1 gegen 1, ob er manns genug ist, wie sein Partner Will Ospreay, der auch 1 gegen 1 gegen ihn gegangen ist. Jetzt ist natürlich die Frage, traut sich ein Parker Boudreaux ebenfalls 1 gegen 1 gegen Jordan Oliver zu gehen? Und Parker Boudreaux muss natürlich annehmen, nimmt das Ganze auch an. Ansonsten würde er als Mega-Feigling dastehen. Und das heißt, wir werden nächste Woche Jordan Oliver gegen Parker Boudreaux sehen. Das Match gegen Will Ospreay war der Shit. Das Segment hier mit Parker Boudreaux funktioniert schon mal exzellent. Ja, Katrina hilft hier Parker Boudreaux ein bisschen, aber wir sehen hier auch alle Boni für Boudreaux. Er braucht hier nicht wirklich die Hilfe von Katrina, sondern es klappt auch so sehr gut. Und ich glaube, das ist ein Match. Ich meine, Jordan Oliver ist 23 Jahre alt, Parker Boudreaux ist 24 Jahre alt. Beide in einem identischen Alter, auf einem identisch hohen Level. Das könnte auf jeden Fall ein Showstealer werden. Das wage ich mal
sozusagen. Ich weiß nicht, es kann ja sein, dass die Chemie der beiden nicht stimmt und dass ein kompletter Rohrkrepierer wird. Aber so an sich könnte das schon ein überraschender Banger werden zwischen Jordan Oliver und Parker Boudreaux in der nächsten Woche. Wir machen weiter mit Wrestling Action und haben hier Ace Austin gegen Orange Cassidy mit einer, ja, 75 ist ein bisschen zu schwach bewertet mal wieder. Wir haben Ace Austin 89, Orange Cassidy 78, was richtig geil ist. Also Orange Cassidy freut mich, dass er hier mal eine richtig gute und ordentliche Leistung gebracht hat. 11 Minuten 40 geht das Ganze. 75 ist trotzdem viel zu schlecht. 78 ist hier das Mindeste, was wir bekommen müssten. Also eigentlich ist das hier ein Opener-Rating, aber in einem viel zu schwach bewerteten Match. Die Leistung der beiden war fantastisch. Und wir sehen das so am Ring, ja, Trent und Chuck Taylor nehmen am Ring Platz. Sehen wir jetzt hier zwar nicht aufgelistet, aber ich kann euch das in den Booking-Details zeigen. Nicht hier, sondern in Road Agent Notes. Hier, Chuck Taylor und Trent sind an der Ringseite. Auch wenn es nicht vermerkt ist, sie sind da. Und man merkt es auch, dass Orange Cassidy durchaus abgelenkt ist von den beiden. Sie machen das gar nicht richtig großartig. Also sie greifen nicht ein in das Match oder halten ihn irgendwie fest oder stellen sich auf den Apron. Nein, sie sitzen einfach mit zwei Stühlen neben dem Ring, vor dem Ring, also da, wo die Rampe ist. Und schauen sich das Match an, kommentieren natürlich ein bisschen oder rufen mal was rein, was dann Orange Cassidy auch ab und zu ablenkt. Und dementsprechend ist er nicht ganz auf der Höhe und verliert nach dem Fold dieses Match gegen Ace Austin. Also Sieg von Ace Austin, Niederlage für Orange Cassidy, aber auch ein bisschen unglücklich. Und wir sehen es auch in einem kleinen Segment hier danach hier. Die Best Friends lenken Cassidy spürbar ab und dann kommt der unvermeidbare Angriff. Ace Austin ist bereits weg und dann fliegen die Stühle Richtung Orange Cassidy. Er wird auch getroffen von den Stühlen, ist dadurch natürlich auch nochmal überrascht und ein bisschen benommen und wird dann fertig gemacht von den Best Friends. 66er Gesamtrating ist natürlich unterirdisch, aber die Story geht trotzdem weiter. Trotz so eines Ratings, das können wir auffangen, deswegen ist es nicht so schlimm und so Midcard-Stories müssen auch Teil der Shows sein. Ansonsten ist es ja langweilig, wenn man einfach nur stumpf Matches bookt. Trotzdem, Orange Cassidy, Best Friends, die werden nie wieder Best Friends. Das kann man schon mal festhalten, die werden nie wieder Best Friends sein. Orange Cassidy hat hier eine Catchphrase, hilft aber nicht, das Rating großartig zu pushen, weil Trent hier auch ein paar Probleme hat. Chuck Taylor improvisiert dafür gut. Naja, was soll's, wir machen weiter mit In-Ring-Action. Und zwar mit Tag Team Action und wir haben ein Match of the Night bis jetzt. Nicht mehr Adam Page gegen den guten Christian Cage, sondern Honor Bugesha gegen Athena und Big Swall. Das hat sich angedeutet, paar unfaire Sachen, paar miese Siege, ja, von Athena und Big Swall hauptsächlich. Auch Singles Match, Athena gegen Kairi Hojo zum Beispiel, auch ein unfairer Sieg. Also muss es unweigerlich zum Crash kommen. Zwischen den beiden, zum Clash meine ich natürlich, nicht zum Crash. 81er Gesamtrating, wir haben Kairi Hojo 94, überragend. Dann haben wir Kana 93, überragend. Athena 88, auch überragend. Und Big Swall 77, sehr, sehr stark. Wird hier aber trotzdem als schwaches Glied betitelt, finde ich nicht gut mit einem 77er Rating. Deswegen, sie kann schon mithalten. Sie ist kein Totalausfall. Eine 77 ist durchaus ein mehr als solides Rating. Und wir sehen hier ein schönes Match. 11 Minuten 50 und dann gewinnt, ja, Big Swall. Die angeblich so schlechte Big Swall pinnt Kana, nachdem sie sie mit einem Schlagring ausgenockt hat. Ja, so den, ja, hat sie sich irgendwie so in der Ringgear versteckt, hat ihn rausgeholt, versteckt vom Ringrichter. Referee in diesem Match war Rick Knox. Bisschen unglücklich, Rick Knox mal wieder. Hatte nicht den Überblick, wirft man ihm ja öfter mal vor. Und dann wird Kana wird ausgenockt und der Pinfall geht durch. Und damit haben Athena und Big Swall dieses 81er Match für sich entschieden. Und nach diesem Match haben wir noch ein 90er Rating, denn Athena und Big Swall stellen Titelansprüche nach dem Match. Sie haben jetzt sehr, sehr viele Siege geholt. Und visieren natürlich den Women's Tag Team Titel an und fordern Portrait of Destruction heraus.
die willigen auch ein. Sie kommen raus und nicken das Ganze ab und sagen, ja, Schwestern, ihr habt es verdient. Ja, verdient, aber dann in Anführungsstrichen. Wir haben eure Matches natürlich gesehen. Wir haben gesehen, wie unfair und hinterlistig ihr eure Matches gewonnen habt. Ja, aber nichtsdestotrotz sind das Siege. Am Ende, in ein, zwei Wochen, interessiert niemand mehr, wie ihr gewonnen habt. In der Statistik steht nur, dass ihr gewonnen habt. Und deswegen, lasst es uns tun. Bei Revolution, Athena und Big Swall gegen Jade Cargill und Nyla Rose, die Women's Tag Team Champions. Und wir sehen hier, alle machen einen guten Job. Big Swall, Jade Cargill, Nyla Rose. Okay, Athena sehen wir hier nicht. Wir sehen dafür zweimal Big Swall, weil sie noch eine Catchphrase hat. 90er Rating, bestes Segment bis jetzt. Sehr, sehr geil. Und wir haben ein bisschen Futter für Revolution. Denn bei Revolution steht ja bereits fest, Brock Lesnar gegen Walter. Oder Walter, sagen wir Walter. Ja, Brock Lesnar gegen Walter steht fest. Auch wenn Brock Lesnar noch ein bisschen Arbeit zu verrichten hat bis zum Pay-Per-View. Aber das Match Walter gegen Lesnar steht bei Revolution. Und es steht auch Athena und Big Swall gegen Portrait of Destruction um die Women's Tag Team Titel. Könnte auch sehr, sehr interessant werden. Denn Athena und Big Swall erleben gerade einen echten Höhenflug. Big Swall vor allem aus der Versenkung zusammen mit Athena wieder an die Spitze gekommen. Big Swall, die sich lange im Gespräch gehalten hat, viele Fäden gehabt. Und jetzt geht's wieder bergauf. Eine wirklich interessante Paarung. Wir machen weiter mit unserem nächsten Segment. Und da haben wir, naja, kein so gutes Segment, würde ich mal sagen. Eine 73. Wir haben Bret Hitman Hart zusammen mit FTR und Lance Storm mit Ross und Marshall von Eric. Die beiden, so habt ihr das nämlich entschieden, werden aufeinandertreffen. Die beiden Teams, FTR gegen die von Eric. Das war euer Wunsch und euer Wunsch wird jetzt gleich umgesetzt. Und Bret Hitman Hart sagt, ja, FTR wird die Grünschnäbel willkommen heißen. Also so ein bisschen arrogant. Und Storm wirft ihm auch diese Arroganz vor. Und dann eskaliert das hier fast zwischen Bret Hart und Lance Storm, die beiden Kanadier. Und die von Erics halten Lance Storm so ein bisschen zurück. Und auch FTR kümmert sich um Bret Hart, beruhigt ihn so ein bisschen. Ne? Gerade Dax Harwood hat ja einen guten Draht zu Bret. Und ne, das Ganze wird beruhigt sich, aber trotzdem, da ist schon Gift zwischen Lance Storm und Bret Hart. Das lässt er sich nicht gefallen, dass er hier seine Youngstars so arrogant behandelt sieht. Gefällt ihm gar nicht. Und na, da knistert's schon. Und deswegen wird's allerhöchste Zeit, dass die Teams das jetzt hier im Ring austragen. Und das werden sie jetzt tun in einem, Leute, was ein gutes Match. 81er Match. Ich hab's gehofft. Ich hab's gehofft, dass es so gut wird. Und trotz krasser Penalties, die ich gerade sehe, ist das ein extrem gutes Match geworden. Wir haben Dax Harwood, 84, Cash Wheeler, 83, absolute Topleistung. Ross von Eric, 78, Marshall von Eric, nur 72. Ross immer noch eine sehr gute Leistung, Marshall kackt ein bisschen ab. Das Problem, was ich hier habe, ist, Marshall und Ross von Eric sind beide nicht gut drauf. Das große Problem ist, dass das ein komplettes Team ist. Wenn es einer von FTR ist und einer von den von Erics, wäre das nicht so schlimm. So ist es aber das komplette von Erics Team, was eigentlich nicht gut drauf ist, trotzdem noch eine gute Leistung gebracht. Und Marshall wird nicht als schwaches Glied der Kette betitelt, auch sehr gut. 81 zusammen mit unserem Women's Tag Team Match, Match of the Night. Und ihr habt dadurch wieder in Sachen Booking bewiesen, dass ihr wisst, was gut fürs Business ist. Ihr habt schließlich entschieden, dass es FTR wird. Wer weiß, wie das bei anderen Teams ausgegangen wäre. Ich will nichts beschreien, aber ich glaube, das war so mit die beste Wahl, die ihr treffen konntet. Und ja, wir sehen ja auch Cash Wheeler und Dax Harwood, exzellente Chemie. Ja, die von Erics müssen noch ein bisschen mehr zusammenarbeiten, dann kommt dieser Boni auch dazu. Bret Hart und Dax Harwood sind hier gut drauf. Gute Arbeit von Bret Hart an der Ringseite. Und wir sehen hier vor allem, dass die von Erics FTR nach 12 Minuten 11 besiegen. Marshall von Eric bringt Cash Wheeler zur Aufgabe. Aber nicht wirklich zur Aufgabe, sondern sein Arm wird getestet. Also der Referee, ich hoffe, es ist jetzt nicht wieder Rick Knox. Referee Aubrey Edwards checkt
den Zustand von Cash Wheeler und bricht das Match per Submission ab. Nach dem Eingriff von Lance Storm. Der konnte sich nicht zurückhalten. Er ist so angefressen durch die Aussage von Bret Hart, dass er eingreifen musste, hat irgendein Objekt genommen, ja, den, sagen wir, den Hammer vom Ringgong, schlägt damit Cash Wheeler in den Nacken und Dax Howard hat es auch nicht mitbekommen, ja, ist auch gerade nicht am Apron, wurde vorher von Erics niedergemäht und liegt außerhalb des Rings. Bret Hart hat es auch nicht mitbekommen, der kümmert sich um Dax Howard und in der Zwischenzeit passiert das Ganze, der Eingriff von Lance Storm. Sogar die von Erics haben es nicht richtig mitbekommen. Ja, Marshall hat es mitbekommen, aber der gute Ross hat es nicht mitbekommen. Marshall nutzt das Ganze dann aus, reagiert am schnellsten und holt sich den Sieg zusammen mit seinem Partner und seinem Bruder natürlich gegen FTR. Und das ist eine bittere Niederlage. FTR auf dem Vormarsch eigentlich. Hat einige Matches bestritten, viel gewonnen. Auch bei Dark 2-3 Matches gehabt, die sie gewonnen haben. Da ging es wieder nach oben. Und das ist natürlich ein dreckiger Rückschlag, den sie Lance Storm zu verdanken haben. Dann haben wir noch ein weiteres Segment, denn nach dem Match geht es nochmal richtig rund, denn Bret Hart, es wurde ihm zugetragen, er hat es auch von den Fans, die es mitbekommen haben, die natürlich auch lautstark protestieren und sagen, ey, er hat mit dem Hammer zugeschlagen. Dadurch schnappt Bret Hart das Ganze auf und bezichtigt Lance Storm natürlich des Betrugs und das Ganze eskaliert wieder, wie vor dem Match schon, und Lance Storm verliert die Kontrolle und schlägt Bret Hitman Hart mit der Faust nieder. Ja, also Cash Wheeler ist sowieso ausgenockt, kann nicht eingreifen. Dax Howard liegt außerhalb des Rings. Bret Hart will Lance Storm zur Rede stellen und der wird hier niedergeschlagen. Das wiederum ruft Harry Smith auf den Plan, der natürlich in den Ring stürmen will und Bret Hart schützen möchte vor weiteren Attacken. Es gibt aber keine weiteren Attacken, sondern es gab nur diesen einen Schlag. Harry Smith macht sich aber auf den Weg zum Ring. Allerdings ist Rex Steiner zur Stelle und tackelt ihn einfach weg. Noch bevor er den Ring erreicht, so kurz vor dem Apron, von der Seite tackelt er ihn in die Rippen und bereitet den Einmarsch, dem Einmarsch von Harry Smith hier ein jähes Ende. 79er Rating, das Segment kam hier deutlich besser an, auch wenn Rex Steiner ein bisschen struggelt. Aber der Spear war perfekt ausgeführt, also ich weiß gar nicht, was die da haben. Bret Hart niedergeschlagen von Lance Storm. Also hier ist das Ganze dann leider doch eskaliert. Und am Ende halten wir fest, die von Erics mit ihrem Debütsieg und mit einem richtig fetten Debütsieg. Auch wenn es unfair war, aber auch The Shift musste schon das ein oder andere Unfaire über sich ergehen lassen und das bringt mich gleich zum nächsten Thema. Ty Jay und ihre Gegnerin Layla Hirsch und Konami werden bei Rampage gleich aufeinandertreffen. Ja, da gab es ja auch diese Auseinandersetzung. Also The Shift ist hier nochmal vertreten. Vielleicht auch erfolgreich, wir werden es sehen. Wir machen erstmal weiter mit dem nächsten Match. Und da haben wir das Handicap-Match. Die Dudley Boys gegen Brock Lesnar. Es ist natürlich kein Burner. Das ist auch kein Wunder. Wir sehen ja hier Bubba Ray und Devon natürlich eine exzellente Chemie miteinander. Aber Devon 71, Bubba Ray 72. Das ist schon ein nettes Niveau, was die beiden hier erreichen. Aber man merkt auch so karrieremäßig, Devon ist nicht mehr richtig aktiv. Ja, nur noch so Teilzeit mal aktiv. Kümmert sich eher um die Söhne, was ja klar ist, das ist das nächste kommende Tag-Team so. Und Bubba Ray ist ja eigentlich auch ein Feind von All Elite, wir erinnern uns alle an die Ring of Honor All Elite Story, wo da der Betrug kam und Bubba Ray auch noch die Seite gewechselt hat und eigentlich auch bei Ring of Honor unter Vertrag ist. Er ist jetzt hier für diese Reunion und Paul Heyman zurückgekehrt und dann haben wir einen Brock Lesnar, der einfach eine 97 hier raushaut. Eine 97. Das ist natürlich trotzdem ein bisschen schwach, eine 76. Ich hätte mir ein bisschen mehr erwartet, schon so Richtung 80, aber ich kann damit auch leben. Es ist ein Handicap-Match. Brock Lesnar rettet das Match natürlich mit einer 97. Eine abartig gute Performance. Wir haben hier richtig, richtig viel. Es sollte auch die Tables geben. Den F5 gibt es dann auch durch einen der Tische, die da geholt wurden. Aber den 3D, den gab es nicht.
Ja, den gab es zumindest nicht durch den Tisch. Den gab es vielleicht im Match. Da gab es noch den Kick-Out von Brock Lesnar. Er hatte also wirklich zu strugglen. Das Match geht 12 Minuten 25. Ich habe ja gesagt, das wird kein Squash-Match gegen so hoch dekorierte Tag-Team-Champions, wie es die Dudley Boys waren. Aber am Ende steht der Sieg für Brock Lesnar, der Bubba Ray, den F5 durch einen der Tische verpasst. Und Brock Lesnar macht nicht den Eindruck eines geschlagenen oder ja fertig gemachten Eroberers. Er macht eher den Eindruck, als will er All Elite Wrestling ganz ohne Paul Heyman erobern. Und das erste Match ist damit abgegolten. Brock Lesnar siegreich hier bei Dynamite im Handicap-Match. Und nächste Woche wird es das nächste Match geben, bevor es dann, ja, Auge in Auge gegen Walter geht bei Revolution. Ein Match, wo ich große Stücke drauf halte, wo ich viel von mir erhoffe. Und wir sehen hier eine irre Performance von Brock Lesnar. Also, ich hab Bock auf Revolution. Ich hab Bock auf Revolution und ich hab vor allem Bock auf Brock Lesnar gegen Walter. 76, ganz, ganz stark. Ganz, ganz stark ist natürlich ein bisschen übertrieben. Ist in Ordnung. Ja, sagen wir, es ist in Ordnung. Vor allem für die Dudley Boys in höherem Alter noch hier so ein schönes Match zu bekommen. Das ist doch ganz nice. Wir machen weiter mit dem nächsten Segment. Und da haben wir ein interessantes Segment von der Bloodline. Der einzig wahren Bloodline natürlich. Ein 79er Segment ist völlig okay. Wir haben sehr viele Boni bekommen. Also eigentlich müsste das Segment sogar noch besser sein. Das komplette Stable ist hier. Und sie sind in einer Diskussion, die wir hier mitbekommen. Und am Ende heißt es, wir müssen die Neuankömmlinge im Auge behalten. Und da sind Colton Gunn und Brian Pillman so auf einer Wellenlänge. Gerade die beiden sagen so, ey, wir müssen die im Auge behalten. Und die Rede ist natürlich von Shift, dem neuen jungen Stable von Lance Storm. Lance Storm natürlich nicht jung, aber er ist quasi der Mentor. Und auf der anderen Seite sehen wir natürlich die von Erics haben Sieg geholt. Ja, vielversprechendes Tag-Team, die jetzt ein bisschen Jesse Windham und Ricky Knight auch Konkurrenz machen. Denn die beiden waren ja auch auf dem Vormarsch Richtung Tag-Team-Szene. Dann haben sie auch bei den Damen Layla Hirsch und Konami, die gerade in aller Munde sind. Und Lacey von Eric hat ihr Titelmatch verloren und seitdem kam nicht mehr ganz so viel. Na, müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Saraya soll da ja neuen Schwung bringen. Und dann haben wir Leute wie Daniel Garcia, Jordan Oliver, ja, die einfach absolute Banger-Matches abgerissen haben. Ja, AJ Styles gegen Daniel Garcia war der Shit. Und Will Ospreay gegen Jordan Oliver war auch der Shit. Ja, zwei absolut überraschend starke Matches. Und, naja, Rex Steiner, der wird sein Debüt ja auch bald geben. Also, ja, die Bloodline macht sich ein bisschen Sorgen. Was ist denn da, was dann da bei Shift passiert? Und sie nehmen, sagen wir, zu viel Spotlight ein. Bloodline findet nicht gut, wie viel Spotlight gerade Shift bekommt. Auch mit den Zuschauerumfragen, ja, schmeicheln sie sich natürlich auch bei euch als Zuschauer ein bisschen ein, dass ihr da mehr involviert seid als bei Bloodline. Und dieser Plan scheint aufzugehen und das gefällt natürlich Pillman Jr. und dem Rest der Clique hier überhaupt nicht. 79er Segment, äußerst interessant und wir machen weiter mit dem nächsten Segment. Denn, oh ja, ein 81er Segment ist sogar ganz gut, obwohl wir hier ein paar Probleme haben. Taz nämlich. Er hat schon ein paar Andeutungen gemacht und Team Taz, er sagt es hier auch, ihr alle kostet mich Nerven. Ja, ihr kostet mich unendlich Nerven. Was ich alles investiert habe für euch, was ich geleistet habe, was ich riskiert habe. Ich habe meinen Job riskiert, ich habe mich mit Tony Khan angelegt, ich habe mich auf oberste Ebene für euch eingesetzt. Und alles gegeben und es hat am Ende nicht gereicht, weil ihr nicht genug geleistet habt. Ja, ihr habt mich enttäuscht und viele Nerven gekostet. Und deswegen wird es Team Taz bald nicht mehr geben. Es wird Team Taz bald nicht mehr geben. Es wird noch ein letztes Match geben. Ihr werdet ein letztes Match als Team Taz bestreiten. Und ich werde sagen, ich werde in der nächsten Woche sagen, was das Ganze sein wird. Wie das Ganze aussehen wird. Ein allerletztes Mal Team
Taz. Und da macht sich natürlich auch bei Miro, Brian Cage und Will Hobbs ein bisschen Aufbruchsstimmung breit. Ne, Team Taz hat die drei auch relevant gehalten, muss man sagen. Die drei waren permanent relevant in vielen Fäden, hatten viele Matches, auch Einzelmatches, waren immer wieder in den Shows vertreten. Es ist keine schlechte Laune aufgekommen. Ich habe ein paar Leute, die genervt sind, ja, die auch mal moralisch ein bisschen abfallen, weil sie zu wenig eingesetzt werden, zu wenig Matches haben. Das ist bei Team Taz nicht der Fall gewesen, weil sie durch Taz eben immer präsent waren. Und jetzt macht sich halt so ein bisschen Aufbruchsstimmung breit. Und wir werden nächste Woche hören, was Taz zu verkünden hat, was das letzte Match für Team Taz sein wird. 81er Rating ist aber trotzdem gut, trotz zweier Penalties, die Taz hier bekommt. Profitiert zumindest noch von der Catchphrase. Will Hobbs hier auch mit zwei Boni ebenfalls eine Catchphrase. Ist in Ordnung. 81 ist völlig in Ordnung. Und wir gehen in unser vorletztes Match bei Dynamite. Und da haben wir natürlich das 8-Mann-Tag-Team-Match. Bullet Club gegen House of Black. Es hatte sich angekündigt. House of Black immer wieder mit Sticheleien. Und der Bullet Club hat die Schnauze voll gehabt. Die Guerrillas of Destiny und die Good Brothers gehen hier ins Rennen gegen Malakai Black, Brody King und natürlich den Briscoes. Und wir sehen eine 85 Match of the Night. Sehr, sehr fettes Match. Sehr, sehr geiles 8-Mann-Tag-Team-Match. Und wir sehen Carl Anderson 79, Luke Gallows 83, Tangaloa 79, Tamatonga 81. Alle auf einem sehr gleichen und guten Niveau. Dann haben wir Mark Briscoe und Jay Briscoe 81 und 82. Brody King 77. Immer noch ein kleines bisschen hinterher, aber er bessert sich. Und ja, Malakai Black, was soll man sagen, 98 trägt das Match hier auf seinen Schultern mit dieser krassen, mit der krassen Leistung muss das ja auch so sein, ehemaliger World Champion, warum sollte es anders aussehen? Brody King nicht gut drauf, vielleicht wäre er sogar noch ein bisschen besser. Ja, leider Brody King nicht gut drauf, trotzdem heftig geiles 85er Match. Sehen wir auch ein Superb Match, in dem das House of Black den Bullet Club besiegen kann. 12 Minuten 7 dauert das Ganze. Mark Briscoe besiegt Luke Gallows am Ende mit dem Froggy Bow und kann hier den Sieg für das House of Black holen. Das ist ein Rückschlag für den Bullet Club. Das ist ein richtiger Rückschlag. Da haben sie sich letzte Woche bei Rampage weit aus dem Fenster gelehnt und haben gesagt so, ey, wir stopfen euch jetzt das Maul, haltet eure Schnauze. Es steht uns bis unterkante Oberlippe, was ihr hier die ganze Zeit für Drohungen gegen den Bullet Club aussprecht. Und dann verlieren sie gegen das House of Black. Für das House of Black hingegen, die stehen natürlich jetzt mit breiter Brust, eisenhart hier bei All Elite und sind diejenigen, die sich gegen den Bullet Club stellen und das tun sie erfolgreich. Starkes Zeichen von House of Black. Könnte sich Kenny Omega eine Scheibe von abschneiden? Ne? Ich will ja nichts sagen. Und auch noch ein Banger-Match. Wir haben natürlich noch unseren Main-Event. Adam Cole gegen Bryan Danielson, da soll es ja endgültig jetzt auch mal geklärt werden im Ring. Aber wir haben vorher noch ein Segment und zwar ein Woman's Segment, ein 84er, sehr gutes 84er Woman's Segment, was nochmal hier reinhaut. Und wir haben Killer Kelly, die natürlich mit Julia hier im Ring steht und auch mit Priscilla Kelly und Bree Priestley, die Bullet Queens sozusagen, die sich dem Bullet Club angeschlossen haben. Und Killer Kelly sagt, dass niemand entscheidet, wann Julia gegen mich antritt. Ja, niemand entscheidet, wann das passieren wird, außer die Offiziellen, Julia und ich selbst. So wird die Entscheidung fallen und nicht, weil irgendjemand aus dem Lockerroom, und da spricht sie natürlich die Sisters of Dominance an, und auch Saraya, ja, die Bloodline hat sich ja da mit den Sisters of Dominance ein bisschen verbündet, dass die auf jeden Fall nicht dazu beitragen werden, wann das Match stattfinden wird. Und wir sehen auch die Sisters of Dominance und sie kommen ja auch mit Saraya zum Ring und mit Lacey von Eric und Paige VanZant, beziehungsweise heißt die Sisters of Dominance, das ist eigentlich Bloodline, zusammen mit Paige VanZant, die ja mit auch hier zusammen mit Bloodline abhängt. Also es ist ein wildes Konstrukt, was sich da gebildet hat. Und Rebecca Knox als Anführerin der Sisters of Dominance, sie sehen das natürlich anders. Denn es wird langsam Zeit, dass dieses Match stattfindet. Es wird Zeit, dass Julia ihr Match gegen dich bestreitet, damit endlich Platz ist für wahre Herausforderer.
Niemand will das Match Julia gegen Killer Kelly nochmal sehen. Und da gibt es lautstarke Buhrufe aus dem Publikum, weil ich glaube, jeder möchte ein weiteres Match zwischen den beiden sehen. Und diesmal unter respektvollen Bedingungen. Ja, den Respekt hat sich Killer Kelly erarbeitet von Julia. Die hatten einen ganz, ganz schweren Start. Mittlerweile aber ja auf einer Wellenlänge. Und Rebecca Knox sieht ja vor allem sich selbst auch als Herausforderin. Boah, das Ganze hier eskaliert nicht, es wird nicht handgreiflich oder so, aber klare Ansage, es soll jetzt mal langsam vorangehen. So, nach dem Motto, fertige Julia ab, damit wir dir endlich den Titel abnehmen können. 84er Gesamtrating auf jeden Fall sehr, sehr gut, obwohl Priscilla Kelly und Bea Priestley natürlich nicht so mega stark in Segmenten sind, aber wird gut aufgefangen. Wir machen weiter mit unserem Main Event. Ich glaube, da kommt kein Segment mehr dazwischen. Main Event Bryan Danielson gegen Adam Cole. Das kann eigentlich nur fett werden, aber wird es fetter als das Tag Team Match, das 8-Mann-Tag-Team-Match? Oh ja, Baby. Oh ja, Baby, es wird richtig fett. 91er Gesamtrating. Bryan Danielson gegen Adam Cole. 94 von Danielson, 99 von Cole. Danielson und Cole haben eine großartige Chemie miteinander, das kommt noch dazu. Also besser kann es ja nicht sein, das ist ja fantastisch. Das ist ja überdurchschnittlich, das ist der Shit. 91er Killer Main Event, 14 Minuten 50. Sensationelles Wrestling sehen wir, sensationell steht da nicht oft. Exzellent steht da schon öfter, aber sensationell ist nochmal Champions League. Fantastische Publikumsreaktion, also es passte alles in diesem Match, auch ein langes Match, ein langes Hin und Her und ja, wir haben auch natürlich das Problem, dass die Damen mit am Ring sind. Brianna Danielson auf der Seite von Bryan und Britt Baker natürlich auf der Seite von Adam Cole und wir sehen auch, dass während des Matches Britt Baker Bryan Danielson attackiert hat, aber zeitgleich sehen wir auch, dass Brianna Danielson eingreift gegen Adam Cole. Und das sieht wie folgt aus, nämlich ein, Double Sheepshot. Ein Tiefschlag von Brianna gegen Adam Cole, ein anderer Tiefschlag von Britt Baker gegen Bryan Danielson. Und wir sehen hier etwas, was so nicht stimmt, nämlich ein Submission-Move von Bryan Danielson. Das stimmt nicht ganz, so ist das Match nicht ausgegangen. Ich sag euch natürlich, wie es ausgegangen ist. Beide fallen nach diesem Sheepshot zu Boden. Referee Rick Knox, der Arme. Referee Rick Knox hat mal wieder nicht richtig aufgepasst. Ja, es passiert so ein bisschen hinter seinen Rücken, ist ein bisschen abgelenkt, hat da irgendwas im Auge, hat vielleicht auch was abbekommen. Er kriegt es auf jeden Fall nicht mit. Und dann gibt es diesen doppelten Sheepshot. Und wie es ausgeht ist, Adam Cole sackt natürlich zu Boden. Bryan Danielson sackt auch zu Boden. Aber Bryan Danielson liegt so leicht mit seiner Schulter auf Adam Cole. Rick Knox sieht nur, dass das ja ein Cover ist und zählt durch. Bryan Danielson selber checkt gar nicht, dass er gerade das Cover gezeigt hat. Auch Adam Cole kriegt nicht wirklich mit, dass er gerade gecovert wird, sondern, naja, die Kronjuwelen schmerzen. Und somit ist es doch ein sehr, sehr kurioser Erfolg von Bryan Danielson. Der geht hier als Sieger hervor. Ein, ja, sehr bitterer Abend. Adam Page gewinnt zwar sein Match vom Bullet Club, aber das House of Black besiegt den Bullet Club und hier diese unglückliche Niederlage von Adam Cole, das ist einfach saubitter. Das ist einfach saubitter, was hier passiert ist für den Bullet Club. Natürlich sehr, sehr glücklich für Bryan Danielson, ein absolut fantastisches Match mit einem leider sehr kontroversen Ende und somit finishen wir Dynamite. Und wir haben eine 89, es hätte besser sein können, wenn die Segmente krasser gewesen wären. Ne, Jordan Oliver und Parker Boudreau haben das perfekt gemacht. Athena und Big Swall und Portrait of Destruction 90, ganz, ganz stark. Und dann halt noch eine 84, die ganz gut war. Alles andere war so ein Mittelding. Ne, auch Paul Heyman und die Dudley Boys Reunion nur eine 80. Aber an sich war das trotzdem natürlich eine tolle Show. Kann man nicht anders sagen. Die von Erics, die FTR in einem klasse Match besiegen. Adam Page und Christian Cage mit einem schönen Opener. Dann House of Black gegen den Bullet Club. Ein 85 war überragend, damit habe ich niemals gerechnet. Und der Main Event reißt nochmal die Hütte ab. 89 ist fantastisch und wir springen rüber zu Rampage.
Und da sind wir direkt in der Pre-Show von Rampage. Mir ist übrigens aufgefallen, dass wir wahrscheinlich wieder ein bisschen zu lange brauchen. Ich weiß auch nicht warum, ich komme einfach nicht schneller durch die Shows. Ich komme nicht schneller durch, deswegen soll ich es einfach aufgeben. Das wird wieder ungefähr eine Stunde gehen, oder? Sind wir ehrlich zu uns, es wird wieder eine Stunde gehen. Aber so ist es halt. So ist es halt, wenn man voll drin ist. Bea Priestley und Priscilla Kelly in einem Tag-Team-Match hier in der Pre-Show von Rampage gegen Angel Blue und Miranda Salinas. Salinas 29, Angel Blue 25 ist so das normale Niveau von Local Talents, deswegen ist es okay. Priscilla Kelly 71, Bea Priestley 74. Die beiden scheinen wieder etwas sich zu fangen, was echt gut ist. Und sie holen sich natürlich hier auch nach 10 Minuten 23 den Sieg. Bea Priestley pinnt Angel Blue und dann hat es sich erledigt. 62er Match. Ja, das passt. So wie es ist, passt es. Weiter geht's mit dem nächsten Pre-Show-Match. Durch die Pre-Shows können wir wenigstens ein bisschen flotter gehen. Aber hier haben wir ein richtig gutes Pre-Show-Match. Obwohl Matthew Palmer, der Freund oder Ehemann, ich habe immer noch nicht nachgeguckt, von Athena, eine 18 In-Ring-Performance abliefert, was echt nicht gut ist. Der war auch schon mal besser. Ne, der war auch schon mal besser, das weiß ich. Leider jetzt nicht so gut. Aber Sammy Guevara dafür mit einer 93 und deswegen ist es hier ein 74er Match. Das hätte auch durchaus in der Hauptshow landen können. Eine exzellente Performance hier natürlich mal wieder von Sammy Guevara, der das Match mit der Shooting Star Press nach 9 Minuten 33 beendet und damit erfolgreich bei Rampage ist. Zumindest in der Pre-Show. Und wir haben noch ein letztes Match in der Pre-Show, nämlich nochmal One-on-One. Shawn Spears gegen ACH. Und da haben wir 4 Boni, also Kommentare und so. Kommentatoren sind alle sehr gut. Shawn Spears sieht auch gut aus, aber nur eine 56. Obwohl ACH mit 25 eine gute Leistung gebracht hat oder eine normale Leistung. Und Shawn Spears mit 73 auch eigentlich ganz ordentlich. Der Reverse Death Valley Driver, also der C4, ist hier natürlich entscheidend nach 11 Minuten 54. Vielleicht ist es zu lang. Vielleicht ist das Match hier ein bisschen zu lang. Ich habe den beiden nämlich etwas mehr Zeit gegeben mal. Ah, vielleicht ein Tick zu lang. Shawn Spears kann hier trotzdem dieses Match gewinnen. Es hat ja keinen Einfluss auf unser Gesamtrating. Und jetzt starten wir in die Hauptshow. Und wir starten mit einem Segment, was für euch natürlich wieder äußerst interessant sein wird, denn Lance Storm ist da und er sagt, die letzte Abstimmung für Rex Steiner beginnt jetzt. Ihr könnt also jetzt tatsächlich abstimmen. Zum letzten Mal, fürs Erste, es wird mit Sicherheit nicht das letzte Mal sein, dass ich euch mit ins Boot nehme, aber die Shift-Abstimmungen sind durch. Alle werden dann ihr Debütmatch gehabt haben und ihr habt alle Debütmatches entschieden. Einige davon extrem stark und selbst die, die nicht so extrem stark waren, waren trotzdem gut, weil das Niveau natürlich bei allen nicht immer gleich hoch ist. Deswegen bis jetzt bin ich mit allen Matches absolut zufrieden gewesen und konnte auch einiges daraus machen. Und ja, jetzt könnt ihr direkt wieder abstimmen, nach diesem Video selbstverständlich. Die Abstimmung ist aber schon online oder sollte zumindest online sein, außer ich habe es verpennt. Lance Storm also sagt, ihr wählt den Gegner für Rex Steiner, aber eine kleine Besonderheit mal, Harry Smith kommt zum Ring, den er umgenietet hat nach dem Schlag gegen Bret Hart, wo er einfach sich um Bret Hitman Hart kümmern wollte, so wie er sagt, er wollte nicht angreifen, sondern wollte sich um Bret Hart kümmern. Das wurde von Rex Steiner unterbunden und deswegen sagt Harry Smith, count me in. Ja, also Harry Smith will mit in den Vote. Und das heißt, Harry Smith wird auch mit in den Vote gehen. Und es ist ja eigentlich so, dass ihr zwischen drei Leuten auswählen könnt. In diesem Fall wisst ihr schon einen Teilnehmer des Votes. Zwei sind natürlich noch offen, auch für die könnt ihr euch entscheiden. Aber ihr könntet auch Harry Smith wählen. Und dann sehen wir Harry Smith gegen Rex Steiner. Beides Second Generation Wrestler. Der Sohn von Rick Steiner, der Sohn vom British Bulldog. Also beide haben hier auch ne ein gewisses Wrestling im Blut. Und beide sind hier schon aneinander geraten. Ihr entscheidet, ob wir nächste Woche schon dieses Duell sehen. Oder ob Rex Steiner vielleicht gegen einen anderen Wrestler antreten soll. Vielleicht ist da ja noch jemand dabei,
der eine interessante Wahl für euch darstellt, dann könnt ihr natürlich auch denjenigen wählen. Aber ja, Harry Smith, count me in, er muss dabei sein. Könnt ihr selber entscheiden. 81er Segment auf jeden Fall, das Segment war gut. Rex Steiner struggelt hier mal wieder ein bisschen. Ich glaube, der muss auf jeden Fall in Sachen Segmenten noch ein bisschen zulegen. In Sachen In-Ring ist er aber sehr, sehr stark. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf eure Entscheidung. Ja, das könnte euch natürlich etwas beeinflussen. Ja, denkt da gut drüber nach, wen ihr sehen wollt. Harry Smith wäre eine legitime Entscheidung. Aber die anderen zwei bin ich mir sicher auch. Und wir starten jetzt in den Opener von Rampage. Und da geht es los mit Trios-Action. Und zwar mit sehr guter Trios-Action. 82er-Match. Das ist fantastisch. Wir haben hier Hybrid 3 vom Lucha Underground. Angelico, Jack Evans und Matt Cross gegen den Jurassic Express, Jungle Boy, Luchasaurus und Nick the Caveman. Comorodo ist auch wieder mit am Start. Matt Cross, der Schwächste im Bunde. Surprise, mit einer 70 aber, also immerhin die 70 geknackt, das hat er schon lange nicht mehr geschafft. Er war immer unter 70, lange Zeit, mal 66, 68, sogar 69, 70, das hat er schon lange nicht erreicht. Diesmal schafft er es, er ist wieder im TV zu sehen und das ist besonders gut für ihn. Angelico 75 ist auch in Ordnung, Jack Evans 91, der ist immer übertrieben stark und eigentlich viel zu stark für dieses Trio. Dann haben wir Nick Comorodo, ebenfalls 75, auch sehr gut, zusammen mit Angelico so auf einem Niveau. Luchasaurus 83 ist sehr, sehr stark und Jungle Boy 91 ist derjenige, der mit Jack Evans mithalten kann. 82er Gesamtrating ist ein fantastisches Rating und der Jurassic Express setzt sich gegen Hybrid 3 durch nach 11 Minuten 58. Der Luchasaurus mit dem Betrayal gegen Matt Cross und dann ist das Match gelaufen. Also Jurassic Express hier im Trios-Match erfolgreich. Wir machen weiter mit dem nächsten Segment und da haben wir eine 98. Ich glaube, das ist äußerst gut. Das beste Segment in diesem Video bis jetzt sogar. Denn der Stinger meldet sich zurück in so einer abgefuckten Gegend. Schön Schwarz-Weiß-Video, so wie man es von Darby und Sting kennt. Und da das Video ja recht aktuell ist, sage ich auch, ich habe so das Gefühl. Ja, ich habe das Gefühl, ich hoffe, es stimmt nicht, weil ich wirklich großer Sting-Fan bin. Also eigentlich mein All-Time-Favorite. Ich habe das Gefühl, dass Sting bald seine Karriere beendet. Und zwar habe ich das Gefühl, dass das nicht in weiter Zukunft ist, in diesem Jahr, sondern dass es recht früh, vielleicht sogar bei Revolution passieren könnte, dass wir das letzte Match von Sting sehen. Vielleicht sehen wir ihn noch in der Rolle des Managers, des Mentors, das weiß ich nicht. Ja, vielleicht ist es auch dann ganz vorbei mit Sting, aber ich habe das Gefühl, aufgrund von den kryptischen Videos und Posts und so, dass da nochmal vielleicht was Großes zum Schluss kommt. Ich würde mir persönlich, das ist natürlich nur für mich persönlich und wird vielleicht auch einige werden das nicht so sehen, aber ich würde dem Stinger und Darby Allin von Herzen ein Tag Team Title Run gönnen. In real life. Der muss nicht ewig lang sein. Ja, der wird wahrscheinlich auch nicht in die Geschichte eingehen als krass, mega krasser Run. Aber für mich persönlich wäre das einfach ein Traum, wenn der Stinger sich einen All-Elite-Tag-Team, Tag-Team-Titel holen wird oder einen Elite-Titel, egal wen, ja, egal welchen. Und zusammen mit Darby Allin ist das für mich äußerst krass. Und Darby Allin hat auch vor einigen Jahren, also vor 5 Jahren ungefähr, mal in irgendeinem Interview gesagt, oder war das überhaupt vor 5 Jahren? Nee, er hat vor ein paar Jahren gesagt, ich glaube, wo er bei All Elite angefangen hat, dass er so sieht, dass er noch so 5 Jahre wrestelt und dann aufhört. Und der Stinger hat auch so was Ähnliches gesagt, dass beide mit einem großen Knall so hell erleuchtet gehen werden. Ja, oder dass wir noch einmal hell aufleuchten, bevor wir gehen oder irgendwie sowas. Und das sind so kryptische Dinger, die ich nicht geil finde. So, ich will nicht, dass Darby Allin seine Karriere beendet. So, weil er einfach keinen Bock mehr hat. Weil er ist ja noch sehr jung. Oder recht jung. Und ich will auch nicht, dass Sting geht. Also es ist so ein lachendes und ein weinendes Auge bei Sting. Weil zum einen gönne ich ihm einfach den Ruhestand. Zum anderen, als großer Fan schmerzt es einfach, wenn er wirklich dann für immer weg ist. Ja, wird auf jeden Fall
eine harte Zeit dann. Aber bei uns ist Sting noch dabei und bei uns ist Sting vor allem darauf aus, sich Randy Orton und Batista zur Brust zu nehmen, die ihn attackiert haben, um mal wieder den Faden Richtung Rampage hier zu spinnen. Und Sting verkündet, dass es ein Tag-Team-Titel-Match bei Revolution geben wird. Also Sting und Darby Allin, in meiner Welt sind sie ja bereits Tag-Team-Champions. Ja, vielleicht auch in der echten Welt. Wobei es auch schade wäre, wenn die beiden jetzt den ganz so schnell den Titel wieder abnehmen. Weil ich den Titelwechsel eigentlich ziemlich schockierend und geil fand, weil ich es immer geil finde, wenn ich überrascht werde. So, ich mag Acclaimed, ich fand auch, dass sie einen geilen Title Run hatten und auch verdient und der auch gut und gerne noch hätte länger gehen dürfen. Aber ich fand den Schocker und die Überraschung des Sieges der Guns mega geil. Mega geil und sie haben ein absolut Top-Heel-Tag-Team damit geschaffen. Finde ich nicht verkehrt. So, können jetzt viele als Downer natürlich sehen und sagen, oh ja, aber muss das sein? Nee, muss natürlich nicht sein. Wie gesagt, Acclaimed hätte auch easy noch wochenlang Champions bleiben können, hätte mich auch nicht gestört. Aber ich liebe es, überrascht zu werden. Auch wenn es eine negative, in Anführungsstrichen, eine böse Überraschung ist. Ich fand's geil. Ich fand auch das Match gut. Also ist ja nicht so, dass das ein schlechtes Match war. Und auch noch ein dreckiger Sieg. Also alles, was es braucht, um die Guns als absolutes Heel-Tag-Team darzustellen. Und ich find's geil, dass man auf seine eigenen Jungs setzt und nicht wieder irgendeinen XY-Star, den WWE rausgeschmissen hat oder so, zu einem Tag-Team-Champion macht. Wobei Swerve und Keith Lee natürlich auch mega waren als Tag-Teams. Als Tag-Team-Champions. Haben mir auch extrem gut gefallen. Ich habe das Tag-Team sehr gemocht. So, Swerve und Keith Lee. War richtig geil. Aber ich find's geil, dass die Guns Champions sind. Haben sie sich verdient. So, 98er Segment, richtig geil. Und für unser Revolution Pay-Per-View auch wichtig, will nicht zu sehr über das Real-Life-Wrestling reden. Deswegen gehen wir jetzt hier die Show durch. Sting und Darby Allin gegen Randy Orton und Batista um die Tag-Team-Titel bei Revolution. Das nächste Match, was wir wissen, was stattfinden wird. Brock Lesnar gegen Walter steht fest. Portrait of Destruction, also Nyla Rose und Jade Cargill gegen Athena und Big Swall um die Women's Tag Team Titel steht fest. Und Sting und Darby Allin gegen Batista und Randy Orton steht fest. Das heißt aber auch, dass Darby Allin seinen TNT-Title nicht verteidigen wird. Und das bedeutet, dass Darby Allin nächste Woche bei Dynamite oder Rampage ein TNT-Title-Match haben wird. So viel kann ich euch schon mal verraten. Es wird nächste Woche ein TNT-Title-Match geben. Wir machen weiter jetzt mit unserem nächsten Match. Und da haben wir das Women's Match, was ja auch angekündigt wurde. Ich habe es euch ja schon bei der Dynamite-Show gesagt. Ty Jay gegen Layla Hirsch und Konami. Das hat sich einfach angedeutet. 78er-Match ist sehr geil. Sehr, sehr geil. Es freut mich einfach, dass die Mitglieder von Shift hier ganz gut abreißen, was die Matches angeht. Anna Jay, 83, top-notch, beste In-Ring-Performance. Dann kommt Ty Conti mit 77, dann Layla Hirsch mit 75 und Konami mit 71. Die hängt ein kleines bisschen hinterher, aber trotzdem sehr, sehr gut. Und wir sehen hier, dass Ty Jay, Layla Hirsch und Konami nach 11 Minuten 40 besiegen, nachdem Ty Conti Layla Hirsch zur Aufgabe zwingt. Also eine Demütigung, eine richtige Demütigung. Allerdings sehen wir ja auch, dass sie gecheatet hat. Ja, also unfair. Sie greift ins Seil, verstärkt so den Hebel. Oder sagen wir so, sie greift den Arm von Anna Jay und verstärkt so die Hebelwirkung. So, sie kämpft schon ein bisschen, Layla Hirsch. Es ist ein Aufgabegriff gegen das Bein, was auch die ganze Zeit schon bearbeitet wurde. Sie gibt nicht auf und dann wird die Hebelwirkung verstärkt. Dann, man merkt schon, Layla Hirsch, sie schreit lauter. Ja, sie merkt, es tut zu sehr weh und sie muss am Ende abklopfen. Ein bisschen dreckiger Sieg, nicht so hardcore dreckig, aber schon auch ein bisschen schmutzig ist es schon. Der Sieg von Ty Jay über Layla Hirsch und Konami. Wir machen weiter mit unserem letzten Segment und dann kommt noch der Main Event. Unser letztes Segment, ein Interview bei Mackenzie Mitchell, Julia und Killer Kelly. Und Julia sagt, auch wenn wir uns nicht drängen lassen wollen, es steht ja außer Frage und es ist unvermeidbar, dass das Match zwischen mir und Kelly
um den Titel beim Pay-Per-View stattfinden wird. Es geht gar nicht anders. Das Match muss dort stattfinden und wir sind uns auch alle im Klaren darüber. Tony Khan, gute Besserung. Auch du wirst dem Ganzen natürlich zustimmen, dass es beim Pay-Per-View stattfindet, der ja auch bald ansteht. Ich glaube, wir haben noch eine Dynamite und dann haben wir schon unseren Revolution Pay-Per-View. Und deswegen, ja, wird es dort das Match geben. Aber Julia hat noch was anderes zu verkünden. Sie sagt, bevor wir dieses Match beim Pay-Per-View bestreiten, lassen wir es bei Dynamite nochmal so richtig krachen. Denn, naja, ihr seht es ja schon, ich bin involviert beim Bullet Club. Und dementsprechend kann ich natürlich auch dafür sorgen, dass vielleicht der ein oder andere Faden gezogen wird. Und Adam Page war so gut, mit den Young Bucks zusammen natürlich, ein Match für nächste Woche anzusetzen, nämlich ein 8-Mann-Tag-Team-Match gegen die Sisters of Dominance. Und das bedeutet Rebecca Knox, Britt Baker, Lacey von Eric und Paige Van Zandt, die sich ja sehr gut mit den ganzen Leuten jetzt versteht, werden antreten gegen Killer Kelly, Bea Priestley, Priscilla Kelly und meine Wenigkeit. Und damit haben wir für nächste Woche ein richtig fettes 4 gegen 4 Women's Match. Vielleicht wird es sogar Dynamite Headline. Julia Killer Kelly und Priscilla Kelly und Bea Priestley gegen Rebecca Knox, Britt Baker, Paige Van Zandt und Lacey von Eric. Also es sind nicht 100% die Sisters of Dominance, aber schon dieses ganze Kollektiv, was da zusammenhängt. 92er Gesamtrating, ganz, ganz starkes Rating. Trotz Mackenzie Mitchell, die mal wieder ein bisschen Probleme hat, aber alles in allem starkes Segment und wir kommen zum Main Event und dieser Main Event hat es in sich und bevor ich draufklicke, es kann ja sein, dass es ein Kackmatch wird, sage ich es euch, wir wissen ja, was passiert ist zwischen Kenny Omega und Chris Jericho, das ist nicht ganz so gut gelaufen und ein bisschen brüchig auseinandergegangen und wir werden jetzt sehen, Chris Jericho gemeinsam mit Ethan Page. Und Ethan Page sucht sich damit zum allerersten Mal einen kanadischen Partner. Ja, neben Josh Alexander natürlich, wo sie lange Zeit Tag-Team-Partner waren bei TNA schon. Aber hier bei All Elite, nach der ganzen Eskalation mit Josh Alexander, zum ersten Mal eine Zusammenarbeit mit einem Kanadier, Ethan Page und Chris Jericho gegen The Government. Kenny Omega und AJ Styles. Richtig fetter Main-Event auf dem Papier. Gucken wir mal, ob er abliefert. Er liefert ab. Er liefert nicht hardcore ab, aber er liefert ab. 83, bestes Match des Abends natürlich. So muss es auch sein. Und ja, AJ Styles, 92. Kenny Omega, 97. Ethan Page, 94. Was einfach mal absolutes Main-Event-Niveau ist. Und Chris Jericho, 76. Chris Jericho ist derjenige, der hier abkackt. Das schmerzt so hart. Das schmerzt so hart, dass Jericho hier das schwache Glied der Kette ist. Aber es ist leider so. Eine 83. Jericho zieht das Ganze leider runter. Ansonsten, wenn Jericho noch das Niveau erreicht hätte vom letzten Jahr, so 85 oder so, dann wäre das im blauen Bereich gewesen. Da bin ich mir ganz sicher. So ist es aber immer noch ein sehr, sehr starkes 83er Match. Und wir sehen, dass Kenny Omega und AJ Styles dieses Match gewinnen. AJ Styles verpasst Ethan Page am Ende den Styles Clash und The Government ist erfolgreich in diesem Tag Team Main Event bei Rampage. Richtig geiles, fettes Match und ob das Ganze schon auserzählt ist, ob das Ganze weitergeht, sehen wir natürlich in den kommenden Wochen. Aber wir finishen erstmal Rampage und haben hier eine sehr, sehr gute 86 geholt. Ich meine, Jurassic Express gegen Hybrid 3, 82 war schon sehr stark. Das Women's Tag Team Match war auch überraschend gut. Main Event hat dann nochmal alles getoppt. Dann zwei richtig starke und ein gutes Segment. Ja, Count Me In, Harry Smith, da müsst ihr auf jeden Fall abstimmen. Und wir werfen jetzt nochmal schnell einen Blick auf die Nightmare Factory, bevor wir hier durch sind. Und da sind wir auch in der Folge 94 bei der Nightmare Factory.
Und da haben wir in der Pre-Show Julia Hart, die Holidead besiegen kann. Kid Bandit schlägt Alex Zane und Andy Dalton besiegt David Benoit. Der Opener Lady Tapa schlägt Trish Adora. Dann ein Brawl zwischen Elena Black und Rebel Cal. Dann eine Konfrontation, aber kein Brawl, zwischen Fuego del Sol und Afterparty, die sich hier gegen Wheeler Yuta und Topflight stellen. Ein Interview mit Jeff Jarrett, dann besiegt Elena Black Rebel Cal, wo es ja den Brawl schon gegeben hat. Dann ein Interview mit Canis Lupus Jr. und ein Backstage-Segment mit Ellie. Dann geht's weiter, Fuego del Sol und Afterparty besiegen Wheeler Yuta und Topflight. Also für Afterparty sehr, sehr erfolgreiche Woche. Bei Dynamite in der Pre-Show gewonnen gegen die New Heavenly Bodies und jetzt gegen Wheeler Yuta und Topflight gemeinsam mit Fuego del Sol gewonnen. Willow Nightingale besiegt Shotzi Blackheart, Chris Dickinson besiegt Canis Lupus Jr., Anthony Bennett und Nick Wayne in einem 4-Way-Match. Richtig krasser Sieg für Chris Dickinson, muss man mal sagen. Vor allem, das, weil hier auch Nick Wayne dabei ist. Das ist schon sehr, sehr stark. Und im Main Event haben wir dann die Dudley Brothers gegen Gran Guerrero und Mike Bailey um die NF Tag Team Titel. Und die Dudleys können hier gewinnen. Sie machen es also besser als ihr großes Vorbild, unter anderem ihr Vater, mit dem Dudley Boy Handicap Match gegen Brock Lesnar. Hier gewinnen die Dudleys und nach dem Match gibt es aber noch den Angriff von Gran Guerrero und Mike Bailey gegen die Dudley Brothers. Also diese Sache hier ist auch noch nicht aus der Welt geräumt und ich würde sagen, ihr müsst abstimmen. Der letzte Gegner, also die letzte Abstimmung erstmal, der Gegner von Rex Steiner muss noch auserkoren werden. Einer hat sich schon beworben, zwei andere haben die Möglichkeit, diesen Platz einzunehmen. Ihr entscheidet also fleißig abstimmen und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Ich hoffe, dass euch diese Show hier gefallen hat und dass ihr nächste Woche dabei seid. Da wird uns auch einiges erwarten. Unter anderem das 8-Mann-Womans-Match, ne? Julia und Co. gegen Rebecca Knox und Co. Genauso wie ein TNT-Title-Match, was stattfinden wird. Und natürlich noch eine ganze Menge mehr. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Rinjahauen. Bis zum nächsten Mal.